Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich schiebe jetzt ein kleines Video dazwischen und mache ein Unboxing. Ich habe dieses Paket hier eben bekommen. Genau genommen hat es meine Frau bekommen, weil der Zusteller von der Kurier, das ist irgendeine dieser kleinen Kurierklitschen, die zu diesem Overnight-Verbund gehören müsste, natürlich nicht die vorgeschriebene Identitätsprüfung gemacht hat, mal wieder. Da bezahlt man 34 Euro Versand für dieses blöde Paket. Dann hat man keine Daten davon als Empfänger. Bei DHL bekomme ich eine E-Mail, da habe ich eine Sendungsverfolgungsnummer, habe ich bei diesen Pfeifen nicht. Und dann kommt das Paket natürlich nicht. Dann muss man hinterher telefonieren und ich habe jetzt 5 Tage warten müssen. Und dafür 34 Euro Versand bezahlt für dieses eine Paket. Und dann wird nicht mal eine Identitätsprüfung mitgemacht. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre das das erste Mal. Das passiert bei 9 von 10 Paketen, die ich über Overnight bekomme. Die totale Katastrophe. Und nicht nur das, normalerweise stehen die Zusteller massiv unter Drogeneinfluss, meistens Amphetamin. Ein nettes kleines Springmesser. Schnapp. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ja. Also sollten zufälligerweise irgendwelche Funktionäre des Verbandes der Büchsenmacher zugucken. Es ist dringend an der Zeit, dass was geändert wird bei den Versandbedingungen der Zusteller. Dass auch DHL einen eigenhändigen Versand anbietet. Ah, hier sind jede Menge persönliche Daten, die ich hier mal rausholen muss. Overnight braucht ganz dringend eine Konkurrenz, dass das hier mal auf. Ich habe nur Ärger mit diesem Saftladen. Auch die Funktionäre vom DSB oder vom Deutschen Jagdverband könnten sich mal darum kümmern, dass ihre Mitglieder nicht so viel Geld bezahlen müssen. Ja, da, das müsste sie sein. Da ist eine Pistole drin, die ich euch zeigen möchte, die andere erstmal noch nicht. Eine schöne Ledertasche. Eigentlich sieht die gar nicht mehr so schlecht aus. Muss man ein bisschen fetten. Ja, hervorragend. Jetzt muss ich hier nur noch ganz schnell die Nummer zukleben. Der Titel verrät es eh schon, was hier drin ist. Das ist eine ungarische PA-63 Pistole. Ich weiß, die Beleuchtung ist wieder nicht ideal. Ich wollte das Video aber jetzt gleich machen. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, wie bei meinen anderen Videos, ich mache vorher eine Sicherheitsüberprüfung, wenn ich eine scharfe Pistole auspacke. Und die Waffe ist natürlich leer. Ja, ich hatte schon natürlich schon PA-63 in der Hand, das ist aber eine Weile her. Ich entwickle mittlerweile so eine kleine Theorie, die nicht so ganz ernst gemeint ist, aber dass man zu jeder Waffe auch ein Buch haben sollte, ein Fachbuch. Daher habe ich mir dieses Buch die Tage bestellt. Das ist vor der Pistole gekommen. Natürlich ist es vor der Pistole gekommen. Das ist ja mit der Post gekommen und nicht mit diesem dämlichen Kurierdienst, die für alles zu dumm sind. Und ein weiteres ist unterwegs, sowjetische Pistol, Soviet Pistols oder so heißt das. Es sind relativ günstige Bücher. Es hat, denke ich, 20 Euro gekostet. Hier über die DDR-Dienstpistolen. Nicht nur der Sachverständige, auch der Sammler braucht Literatur. Man muss ja
seine Quellen haben, seine Referenzen angeben und so weiter. Das ist eines der grundlegendsten waffentechnischen Bücher. Das ist eine Bücherreihe, die aus 2x2 Bänden besteht. Die sind unfassbar gut. Stehen jetzt nicht so tiefgehende Daten drin, aber doch das absolut Wichtigste und als Referenz sind sie absolut unersetzlich. Und die Autoren, das kommt aus der DDR, diese Bücherreihe. Und wenn man dazu Ungarn geht, dann findet man die PA-63. Ungarn hat sehr viele dieser Waffen produziert. Die haben hauptsächlich die Tokarev nachgebaut und auch an Ägypten verkauft. Dann die Walter PP nachgebaut als Wallam und auch an Ägypten verkauft. Und dann sind davon Abarten gekommen. Das war dann die PA-63, Dienstpistole für sie, und die AP-6 müsste sie heißen. AP-66, die ist dann in Export gegangen. Und gut. Genau, die AP-66 hier, das ist der Hebsacker-Katalog von 68 oder 69. Das ist die Exportvariante. Und das ist eigentlich dieselbe Pistole, nur in einem anderen Kaliber. Die hier ist ein 9mm Makarov, also im sowjetischen Standardkaliber. Und die hier ist in 7,65 und 9mm kurz. Und ihr seht, die hat diese Daumenauflage, wie die war bei Armee und Polizei eingeführt, soweit ich weiß. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt, ob es auch wirklich bei der Armee war. Diese relativ kleine, leichte Pistole, ja. Das steht in dem Buch, was ich euch gerade gezeigt habe, drin, dass die Armee extra eine leichte Pistole wollte. Und hier ist jetzt noch was Interessantes im Buch von Dieter Marschall. Dieter Marschall hat ja mehrere Bücher geschrieben, gerade auch über Walterwaffen. Die AP-9 ist eine Variante davon. Sie unterscheidet sich aber ausschließlich dadurch, dass das Aluminium schwarz gefärbt ist, eloxiert oder was, und dass die Daumenauflage fehlt. Und so ist sie beim Ministerium für Staatssicherheit eingesetzt worden. Warum hat das Ministerium für Staatssicherheit diese ungarischen Pistolen verwendet? Weil sie etwa 130 Gramm leichter als die Makarov war und weil diese Daumenauflage sie beim verdeckten Tragen gestört hat. Als Geheimpolizei ist das natürlich praktisch. Kleiner Ausflug in die Staatsbürgerkunde. Wenn ein Geheimdienst auch Festnahmebefugnisse hat, das ist eine Geheimpolizei. Das war die Gestapo oder die Stasi. Und das ist in der Bundesrepublik nicht zulässig gewesen. Das steht im Grundgesetz drin. Und deswegen haben wir die Trennung von Polizei und Geheimdienst. Über die ungarischen Beschusszeichen war es etwas schwierig, was rauszufinden. Also man findet sie in dem ein oder anderen Buch. Was sie genau bedeuten, tue ich mir etwas schwer. Das muss ich auch alles noch gucken, weil wie gesagt, ich habe die Pistole ja selber erst seit ein paar Minuten. 9mm Makarov, Mak steht hier oben. Und das ist der Franconia Handelsstempel. Das sind 2W mit einem F. Den sollte man kennen, der taucht ganz viel auf. Kettner hat einfach KITT draufgeschrieben, draufgestempelt und wie gesagt, das ist der Franconia-Stempel. Ja. Macht eigentlich einen ganz anständigen Eindruck. Ist natürlich gebraucht. Ich muss nochmal gucken, wie hoch die Lebensdauer dieser Waffen angesetzt war. Es gab da eine andere Variante, diese hier, wie auch immer die hieß, Modell 74. Die steht hier drin, war sehr unbeliebt, weil die Qualität schlecht war und die waren nur für 3000 Schuss Lebensdauer ausgelegt. Was natürlich wirklich nicht viel ist. Klassische Gebrauchtwaffe mit etwas Dreck drin. Der Lauf. Wenn man dann einen Blick durch den Lauf hinkriegt.
Der sieht recht gut aus. Das wird vermutlich nur Dreck sein, was da drin ist und kein Rost. Das, also wer die Walter PP-Varianten nicht kennt, das ist der Verschlussfanghebel. Die hat einen internen Verschlussfang. Hier im Magazinzubringer ist eine kleine Nase. Und jetzt, wenn das Magazin leer ist, schiebt es den hoch und dann bleibt der Verschluss hier dran hängen. Und wenn man ein frisches, volles Magazin eingeführt hat, zieht man den einfach zurück. Ja, das wird kein Schweizer Automatenfett sein, sondern einfach nur dreckig. Das Schweizer Automatenfett, was die Schweizer Soldaten verwenden, das ist ja auch so ein schwarzes Zeug. Das sieht dann dreckig aus, ist es aber nicht. Liegt aber wirklich gut in der Hand. Macht einen anständigen Eindruck. Ja, wie gesagt, das Licht ist gerade nicht ideal. Genau, was ich noch nicht gesagt habe, diese Pistole ist relativ einmalig, weil sie so leicht ist, ein Aluminiumgriffstück hat und in 9 mm Makarov ist. Also das ist ein sehr schweres Kaliber für so eine Pistole. Und das haben dann auch ein paar Behörden bewusst gewollt. Aber man sollte es halt wissen, das ist keine Waffe, mit der man unendlich viel schießen sollte, weil das wirklich ein schweres Kaliber ist für eine einfache, unverriegelte Pistole nach dem Rückstoßladesystem. Schauen wir noch einmal ganz kurz für die Anhänger des Rückdruckladermythos. Alle genannten Pistolen, einschließlich des Modells 48, sind Rückstoßlader. Tja, liebe Anhänger des Rückdruckladermythos, es gibt keine Rückdrucklader in der Fachwelt. Das, was da maunzt, ist die Nachbarkatze. Gut, das soll mein kurzes Unboxing gewesen sein. Ob ich sie noch etwas genauer vorstelle, weiß ich nicht. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut.